Köln, Schmuck ist bei Bares für Rares wahrlich nichts Ungewöhnliches. Ein Armband raubt jetzt allerdings allen Protagonisten den Atem. Der finale Deal ist kurz und schmerzlos wie selten zuvor. Als Horst Lichter den Expertenraum betritt, ist er sofort begeistert. Oh, 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 mein Gott im Himmel, schwärmt der 61-jährige Moderator beim Anblick des prachtvollen Objekts. Seine Expertin ist nicht weniger angetan. Das ist gewaltig, erklärt Heide Rezepa Zabel, 58, in der Folge am 9. Oktober. Verkäuferin Karin Black, 67, berichtet, dass sie das edle Stück einst zum 50. Geburtstag von ihrer Tante geschenkt bekommen hat. Jeder, der den Schmuck gesehen hat, war begeistert, weiß die Ladenbesitzerin um dessen betörende Wirkung. Lichter kann sich an der Schönheit des funkelnden Objekts gar nicht satt sehen und betont noch einmal: Da hast du aber einen mächtigen Brecher mitgebracht. Laut Expertin wurde das Geschmeide in den 1950er Jahren gefertigt. Wir haben hier kunstvolle Verschlingungen und Durchdringungen von ausschließlich Brillantbändern. Es ist so üppig besetzt und dennoch so beweglich gearbeitet, zeigt sich Rezepa Zabel restlos begeistert. Als der Moderator hört, dass die Steine, umhüllt von 750er Weißgold, auf ein Gesamtgewicht von 11 Karat kommen, ist er baff. Jesus, Maria und Josef. Prächtiges Traumjuwel sorgt im Händlerraum für leuchtende Augen. Bleibt nur die Frage nach dem Wunschpreis? Den legt Karin auf satte 9000 Euro fest. Damit hat die Ladenbesitzerin keineswegs zu hoch gegriffen, denn auch die Expertin taxiert den Schätzpreis für das Armband im Anschluss auf 8000 bis 10.000 Euro. Auch im Händlerraum sorgt das prächtige Traumjuwel für leuchtende Augen. Allen voran bei Susanne Steiger. Die 41-jährige Blondine staunt. Ui, 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 das macht aber Wind. Als sie das Armband anlegt, sind ihre männlichen Kollegen sprachlos. David Suppes, 35, findet als erster die Worte wieder und bietet auf Anhieb 9000 Euro, ein Schock für die Konkurrenz. Keiner der Anwesenden geht höher. Ein echtes Ass. Das war aber kurz und schmerzlos, urteilt Steiger über das überraschend abrupte Ende. Ich habe hier noch nie Schmuck mit einem Gebot gekauft, freut sich der Käufer über seinen Coup. Und auch Karin ist happy, ihren Wunschpreis abkassiert zu haben. Bares für Rares läuft immer montags bis freitags ab 15.05 Uhr im ZDF oder vorab in der Mediathek.